Gadget, der hat eine heiße Spur. Oh, oh, ja, natürlich, Herr Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Oh, oh, weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar. Ja, ja, bei ihm macht's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm Hut. Schreckt vor nichts zurück. Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Oh, oh. Er ist ganz enorm. Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er, Inspektor Gadget. Verstehe, er rasiert sich gerade. Na gut, machen wir Frühstück. Coco, Gadget, schon Frühstück. Oh. Oh. Ich glaube, es ist besser, ich mache es lieber selbst. Sind Sie's, Chef? Wo bitte? Ich bin sofort da. Beeil dich ein bisschen, Gadgetto-Rasierer. Gadget. Oh! Schön glatt, das nenne ich eine gute Arbeit. Der Chef will mich unbedingt sprechen. Go, go, Gadgetto Hals! Chef, wie sind Sie denn da reingekommen? Sprechen Sie nicht so laut, hier sind Ihre Anweisungen. Wir vermuten einen Komplott von Matt mit dem Ziel, das Gold der Stadt zu rauben. Stopp! Begeben Sie sich zur Münzanstalt, um den Raub zu verhindern. Stopp! Diese Nachricht zerstört sich von selbst. Stopp! Immer zu Ihren Diensten, Chef! Oh nein! Auf bald und gute Reise, Chef! Die Sache ist schnell erledigt. Haltet mir den Kaffee warm. Pass auf dich auf, Onkel Gadget. Go, go, Gadgetto Garagentor. Vino, bleib Onkel Gadget auf den Fersen. Brumm, 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 brumm. Brumm. War das nicht Inspektor Gadget? Der Hund spinnt wohl! Verdammt nochmal! Ich muss Inspektor Gadget unbedingt einholen! Rum, 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 rum! Rum! Inspektor Gadget! Großer Inspektor Gadget, warten Sie auf mich! Ich glaube, irgendjemand ruft den großen Inspektor Gadget. Das haben wir gleich. Go, go, Gadgetto-Ohr. Guten Tag, großer Inspektor Gadget. Wie freue ich mich, Sie zu sehen. Kein Grund, so zu schreien. Ich bin doch nicht schwerhörig.
Also gut, was wollen Sie? Wer sind Sie? Ich bin Privatdetektiv Raffzahn. Ich will Sie unterstützen, Inspektor. Sie wollen mich unterstützen? Ist das wahr? Der Chef hat nichts von einer Verstärkung erwähnt. Das tue ich freiwillig, Inspektor. Ich möchte Ihr Assistent werden. Inspektor Gadget arbeitet immer allein, ohne Unterstützung. Da müssen Sie sich schon woanders freiwillig melden. Go, go, Gadgetto-Wagen! Was hat man davon? Dieser verfluchte Gadget muss sich immer in meine Angelegenheiten mischen. Ich höre Ihren, werter Doktor. Ich glaube, wir bekommen Probleme, Ninja. Inspektor Gadget ist auf dem Wege zur Münzanstalt. Was erwarten Sie von mir, ehrenwerter Meister? Ich will, dass er beseitigt wird. Wenn Sie es wünschen, wird es geschehen. Adieu, Gadget. Go, Gadgetto Fernglas. Oh, das ist das berühmte Gebäude. Sieht ganz normal aus. Naja, werd mich mal umsehen. Guten Tag, meine Herren. Ich bin Inspektor Gadget. Ich habe den Auftrag zu verhindern, dass Matt das Gold der Münzanstalt raubt. Ist Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen? Das dachte ich mir schon. Ich sehe trotzdem mal kurz nach. Wünsche noch einen schönen Tag, die Herren. Go, go, Gadgetto Räder! Bemühen Sie sich nicht, meine Herren, es geht schon. Ich bin der Assistent des Inspektors. Verstehe, das Seil ist zu locker. Schon erledigt, Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Schönen Tag noch! Merkwürdig, scheint niemand zu Hause zu sein. Privatdetektiv Raffzahn, ich nehme Ihre Befehle entgegen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Hier gibt's nichts Außergewöhnliches. Alles ist still und ruhig. Aber vielleicht gibt es einen versteckten Dieb, als Kaktus verkleidet. Ich habe schon überall nachgesehen. Ich habe nichts Verdächtiges bemerkt. Und was sagen Sie zu dem offenen Fenster da oben? Ist das nicht eigenartig? Da haben Sie vielleicht gar nicht so unrecht. Ich sehe mal nach. Wenn es etwas windiger wäre, könnte ich zum Fenster rauffliegen. Ich weiß eine bessere Lösung. Go, go, Gadgetto-Schraube! Eine tolle Idee! Sie sehen nach, was da oben los ist, und ich überwache die Umgebung. Einverstanden, Meister? Meister? Meister! Hört sich gar nicht übel an. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie irgendetwas Verdächtiges bemerken. Meinen Luchsaugen entgeht nichts, Inspektor. Also, hier scheint wirklich nichts faul zu sein. Chef Conti muss sich geirrt haben. Das war der letzte Goldbarren. Jetzt haben wir alle. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir nur noch Gadget eine Falle stellen. Hier, mit dieser Zeitbombe. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Kino? Was ist los? Verstehe, die Met-Agenten sind in der Münzanstalt. Sind sie dabei, das Gold wegzuschaffen? Onkel Gadget ist in dem Gebäude. Sie stellen ihm sicher eine Falle. Sie bringen ihn um. Unternimm etwas. Ich komme auch gleich. Ich werde Inspektor Gadget beweisen, was er an mir hat. Ah, merkwürdig, diese Pfeile. Wenn die glauben, die können mich in die Irre führen, dann irren sie sich. Go, go, Gadgetto Rollschuhe!
Acht, lieber Gadget! Wir müssen uns aus dem Staub machen, bevor er explodiert. Immer mit der Ruhe. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. 2 Minuten! Intelligent, jemand hat das Licht ausgeschaltet. Go, go, Gadgetto Lampe! Tu alles Mögliche, um Zeit zu gewinnen, Fino. Ich benachrichtige Chef Gontier und komme. Ming, ting, ming. Was? Ein Hund soll mich hier vertreiben? Na, dem werde ich zeigen. Lass meinen Umhang los, du Hundevieh! Gib mir meinen Umhang wieder! Na, warte, wenn ich dich kriege! Also, was ist? Wo bleibt der Hubschrauber? Es wird höchste Zeit, glaube ich. Die Bombe explodiert genau um 12 Uhr. Ich habe das Gefühl, die Uhr geht nicht ganz richtig. Na, wie gut, dass ich da bin. Das haben wir gleich. Na, also. Gib mir sofort meinen Umhang wieder! Sieh mal einer an! Hier trifft sich die Räuberbande! Ergebt euch! Schnappt ihr euch! Ah, lass mich los! Das dürft ihr nicht! Ich bin Korporal Raffenzahn! Sieh an, Gadget hat einen Assistenten. Haltet mir diesen Köter vom Leibe! Schlag dir keine Wurzel, du Idiot! Ich warne euch! Ich lass mir das nicht länger gefallen! Ich kann Karate! Ich hatte euch gewarnt! Niemand kann den großen Raffzahn aufhalten! Jawohl! Da kommt der Hubschrauber! Aber warum denn 4? Ergeben Sie sich, das Gebäude ist umstellt! Schnell! Machen wir uns aus dem Staub! Seid unbesorgt! Ich habe die Situation voll im Griff! Aber wer ist denn dieser mutige Kerl? Ich bin Privatdetektiv Raffzahn, der neue Assistent von Inspektor Gadget. Sieh an, Inspektor Gadget hat sich einen Assistenten genommen. Aber wo ist unser guter Inspektor Gadget? Onkel Gadget ist im Tresor eingeschlossen? Mit einer Bombe? Aha, endlich habe ich dich. Sie wollten wohl diesen kostbaren Wecker stehlen, was? Gadget! Oh, Chef, was machen Sie denn hier? Ist das vielleicht Ihr Wecker, Chef? Sie sollten ihn reparieren lassen. Schon gut, Gadget. Hauptsache, wir haben die Goldbarren wieder. Das verdanken wir Ihnen und Ihrem mutigen Assistenten. Das habe ich doch immer gesagt, Chef. Man muss Talent haben, Talente zu entdecken. Sie haben völlig recht, Gadget. Sie hätten keine begabteren und mutigeren finden können. Ich hab gesagt, Gadget soll beseitigt werden. Ninja soll kommen. Sie verlangen nach mir, ehrenwerter Dr. Kralle? Du hast versagt. Aber was soll ich denn machen, großer Meister? Schweig, dafür gibt es keine Entschuldigung. Wenn du deine Haut retten willst, musst du mir Gadget vom Halse schaffen und seinen Assistenten. Sofort! Du fragst dich, wo er geblieben ist, was, Matt Katze? Er ist dabei, sich um Gadget zu kümmern. Mein Haus wird unser Hauptquartier, Raffzahn. Ich werde es überfliegen. Ich darf nicht aus der Übung kommen. Das ist außergewöhnlich. Sie sind sehr aufmerksam. Bravo. Ich spüre nicht den geringsten Luftwiderstand, Inspektor. Umso besser, Raffzahn. Kommen Sie, wir gehen ins Haus. Onkel Gadget, die Alarmanlage ist noch nicht ausgeschaltet. Ihre Türsicherungsanlage funktioniert fabelhaft. Hut ab! Vielen Dank, Raffzahn. Wenn Sie jetzt eintreten wollen, die Alarmanlage ist ausgeschaltet. Thank you.
Sie kriegen mich nie, Dr. Kralle. Go, go, Gadget, du Arme. Was ist denn los, Fino? Das ist nur Onkel Gadget, der spricht im Schlaf. Lass mich jetzt weiter schlafen. Nicht doch, mitten in der Nacht, Fino. Geh wieder schlafen. Kuckuck, Inspektor Gadget, es ist Zeit aufzustehen. Ach, du lieber Gadget, war wohl spät gestern. Ich könnte glatt weiterschlafen. Onkel Gadget, was ist denn mit dir los? Fino, was machst du denn hier? Ich glaube, Fino will wohl sein Frühstück, Sophie. Um Mitternacht? Hier ist jemand? Und der will Onkel Gadget umbringen? Mich umbringen? Ist doch unmöglich. Bei der Alarmanlage kommt doch niemand ins Haus. Jedenfalls kommt er nicht durch die Tür. Nicht doch! Aufhören! Aufhören! Aufhören, aufhören. Ja, Mama? Ich will sofort raus hier, sonst werde ich wütend. Aufhören, aufhören. So einfach geht das nicht! Aufhören! Ich flehe Sie an, die ehrenwerte Maschine! Ich bin herzkrank! Hören Sie auf zu treten, sonst lernen Sie meine Geheimwaffe kennen! Ich würde ja gerne... Aber wie macht man das? Bleib lieber hier, Sophie. Ich sehe mal nach, was los ist. Ach, lieber Gadget! Mein armer Hintern ist schon ganz blau. Wieder mal gute Arbeit geleistet, Raffzahn. Wie haben Sie das denn geschafft? Auch nichts leichter als das, Inspektor Gadget. Ich bin nur vor ihm aufgetaucht. Haha, und schon bekam er Panik. Ich hätte keinen besseren Assistenten finden können. Was meint ihr? Das nächste Mal, Gadget, da schwöre ich dir, kriege ich dich. Verlass dich drauf. Weißt du, Sophie, du musst immer darauf achten, dass dein Schal beim Radfahren nicht umherweht. Er könnte eventuell in deine Kette oder Speichen kommen. Das könnte übel werden. Rum, 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 rum. So ein Umhang ist auch nicht ungefährlich. Da könnte sich eventuell der Wind drin fangen. Ich blähe! Hilfe, Inspektor Gadget! Wer war wieder da? Inspektor Gadget.
Gadget, wer hat den Ball gelöst? Oh, oh. Ja, natürlich, Herr Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget, hat eine heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget, das ist doch ganz ordentlich klar. Ja, ja, jetzt macht's Klick, ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran, zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget, wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er, Inspektor Gadget. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich er, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget. Hab ne heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz ordentlich klar. Ja, ja, bei ihm macht's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm Hut. Schreckt vor nichts zurück. Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Oh, oh. Er ist ganz enorm. Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich er, Inspektor Gadget. Dank des mutigen Eingreifens von Inspektor Gadget wurde der Einbruch in die größte Bank der Welt und die Entführung eines Milliardärs, alles vom Met-Syndikat organisiert, verhindert. Indem er sich für den König von Nostrovia ausgab, hat Gadget erfolgreich den Plan von Met durchkreuzt, sich des Landes zu bemächtigen. Beginnen Sie zu begreifen, Dummkopf! Gadget ist Ihnen im Weg, habe ich recht? Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich will ihn zerbröseln, zermalmen. Finden Sie mir ein wirkungsvolles Mittel, ihn mir vom Halse Klar. zu schaffen, verstanden? Sie können auf mich zählen, Dr. Kralle. Ich habe das richtige Mittel, Ihr Problem zu lösen. Hier, diese Linguinis. Sie sind die richtige Waffe, Gadget zu beseitigen. Bravo, Linguinis! Und jetzt, meine lieben Kleinen, werdet ihr Dr. Kralle zeigen, wie man diesen Inspektor Gadget aus dem Weg schafft. An die Arbeit! Auf Wiedersehen, Raffzahn. Wiedersehen! Seien Sie ein guter Kandidat. Ja, der Junge wird mir fehlen. Ich habe ihm so viel Praxis beigebracht. Puh, ja, ich erinnere mich noch, als junger Geheimagent war ich genauso begierig, alles zu lernen wie Raffzahn. Hm? Was höre ich denn da? Was sind denn das für Glocken? Es ist noch gar nicht Ostern. Onkel Gadget, dein Gadget sofort läutet. Oh ja, aber natürlich. Es ist so geheim, dass ich es nicht wiedererkannte. Inspektor Gadget, ich höre. Ja, Chef, ich komme sofort. Wartet hier auf mich. Ich habe ein, naja, ihr wisst schon, ein Geheimnis mit, naja, ihr wisst schon. Wir sollten lieber hinterhergehen. Ihr bekommt sicher Probleme. Vermuten der teuflische Professor Dummkopf, Mad-Agent, will Gadget umbringen. Stopp. Empfehlen äußerste Vorsicht. Stopp. Diese Nachricht zerstört sich von selbst. Verstanden, Chef. Solange Raffzahn weg ist, sollten Sie vielleicht lieber bei mir im Hauptquartier bleiben, bis es ruhiger wird. Nein, ich weiß was Besseres, Chef. Ich schließe mich in mein Gadget-Haus ein. Ich glaube, ich bin da genauso sicher wie bei Ihnen, Chef. Naja, er ist schließlich alt genug. Er muss wissen, was er tut. Oh. Oh. Fino, pass gut auf Onkel K.
Gadget auf. Ich halte Kontakt. Wiedersehen, Onkel Gadget. Sei vorsichtig. Du auch, meine kleine Sophie. Ach, jetzt schneit's auch noch. Ah. Es ist wohl besser, ich schließe die Garage. Go, go, Gadgetto Tor! Ah, ah, ah. Oh. Das Haus ist jetzt bombensicher. Du weißt, Fino, ein Knopfdruck mit dem Finger auf die Steuerung reicht und es ist einem Agenten von Matt unmöglich, dieses Haus zu betreten. Oh. Na so, war es eine Krankenschwester im richtigen Moment. Danke, dass du sie gerufen hast, Fino. Was soll denn das, Fino? Du wirst doch diese nette Person hereinlassen. Sie kann mich behandeln. Kommen Sie rein, Mademoiselle. Du solltest dich schämen. So benimmt man sich nicht einer Krankenschwester gegenüber. Komm, Fino, nimm dich jetzt mal ein bisschen zusammen. Finde ich sehr nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich habe mir den Finger hier... Ist ja gut, Fino. Entschuldigen Sie, Mademoiselle. Ich bringe nur den Hund vor die Tür. Fühlt sich wie zu Hause. Verdammt nochmal! Nicht daneben! Schnell verstecken! Ja, er kommt wieder! Hallo, bin wieder da. Huhu. Wo ist sie denn hin? Hallo, Schwester, Mademoiselle. Ach, du lieber Gadget, wo kann sie denn stecken? Scheint mir ein bisschen schüchtern zu sein. Oder vielleicht doch nicht. Sie wird sich noch erkälten ohne Bluse. Hoppala. Mademoiselle, na, Sie sind mir ja vielleicht eine. Was sagst du, Fino? 5 seltsame kleine Wesen sind im Haus? Pass auf Onkel Gadget auf. Ich komme gleich nach der Stunde. Haben Sie keine Angst, Mademoiselle. Wenn der Finger behandelt werden muss, ertrage ich es schon. Ich bin mutig, wissen Sie? Hm, hier ist sie auch nicht. Ach, du lieber Gadget. Oh, oh. Nicht mehr da. Schade. Aber sie braucht hier doch keine Wäsche zu waschen. Ist ja albern. Hauen wir ab. Ja. Mademoiselle, wo sind Sie? Ah, da sind Sie ja. Sehen Sie, dieser Finger hier ist verletzt. Was? Also diese Schüchternheit ist wirklich übertrieben. Verdächtigen sind teuflische Agenten von Matt. Es sind Linguinis. Die Fernsteuerung für das Haus ist in meinem Zimmer. Bedienen Sie Ende. Also, was ist nun, Professor Dummkopf? Sie sollten mit Inspektor Gadget Schluss machen. Nur keine Sorge, Dr. Kralle. Ich habe einen anderen Plan. Unfehlbar. Das möchte ich Ihnen geraten haben, Professor Dummkopf. Thank you.
Seid ihr bereit, meine lieben Kleinen? Na klar, wir warten drauf. Es kann losgehen. Also los. Ach bitte, mein lieber Herr, hätten Sie die Freundlichkeit, auf meine 5 Babys aufzupassen, während ich einkaufe? Wieso ich? Vielen Dank. Na, ihr süßen kleinen Babys. Kuckuck, ihr kleinen Engel. Onkel Gadget, pass auf. Oh, ach du lieber Gadget. Ihr habt sicher Hunger, meine kleinen Lieblinge. Onkel Gadget besorgt euch was. Seid brav, ich brauche nur eine Minute. Schwester! Wo kann sie nur sein? Ah, sie ist sicher oben, die Betten machen. Bin gleich wieder da. Hallo, wo sind Sie? Was zu essen? Ja, er sagt essen. Oh, ich höre was. Sicher die Schwester. Mademoiselle, können Sie mir helfen? Hoffentlich ist sie angezogen. Nein, sie ist verschwunden. Mademoiselle! Auch nicht. Sie ist tatsächlich nicht mehr da. Also, dann gebe ich Ihnen eben was zu essen. Hey, seht doch! Wer ist da? Der Köter. Astroger. Willst du einen Apfel? Oder Brot? Hier! Fritz! Na los! Ja, ich komme! Ach, du lieber Gadget! Go, go, Gadget, du Arsch! Zeit zum Essen! Ich sehe, ihr konntet es nicht abwarten. Hat man euch nicht beigebracht, ordentlich zu essen? Wartet, bleibt ganz ruhig. Ich schalte den Gadgetto-Hausmeister an. Es wäre ja gelacht. Sehr gut. So, meine Kleinen, jetzt kann ich mich ganz um euch kümmern. Na, ihr seid mir ja richtige Schelme. So, jetzt ist Badezeit. Onkel Gadget macht das alles. Ah, da sind Sie ja, Mademoiselle. Wo waren Sie denn? Ich gehe die Kleinen baden. Könnten Sie mir die Seife bringen, seien Sie so nett? Klar, wir suchen Sie. Gadget, du lernst? Eine Seifenbombe kennen. Ah, die Seife. Aber sicher, mit Freuden. Ach du lieber Gadget, meine Gummiente, die ist ja plötzlich lebendig. Ich sollte mal meine Gadgets überprüfen. Ich glaube, ich sehe Gespenster. Mein Gummientchen bewegt sich. Also gut, Professor. Das ist Ihre letzte Chance. Ja, ja, Dr. Kralle. Wir haben es bald geschafft. Wir stehen kurz vor der Lösung des Problems, Gadget. Sie werden es erleben, Dr. Kralle. Der beste Freund von Gadget, Fino, multipliziert mit 5, kann der größte Feind von Gadget werden. Ha, 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 ha.
Jetzt seid ihr aber schön sauber, meine Kleinen. Und jetzt wird geschlafen. Das Bad hat euch wohl schön müde gemacht. Ach, lieber Gott. Was ist denn da draußen los? Der ist ja völlig außer Rand und Band. Der zerstört mir ja den ganzen Garten. Fino, ich habe Chef Gontier gerufen. Beruhige dich und locke die Linguinis aus dem Haus und kümmere dich um Onkel Gadget, verstanden? Jetzt gehst du aber etwas zu weit, du übertreibst, Fino. Was? Fino, geh sofort in deine Ecke, hörst du? Aber vorher möchte ich, dass du wieder ein Hund wirst. Schluss jetzt! Wir machen ihn fertig! Zu Ende mit Gadget! Mademoiselle, ich habe Probleme mit meinen Augen. Könnten Sie mal nachschauen? Ach, lieber Gadget! Go, go, Gadgetoschirm! Irgendjemand scheint an der Fernsteuerung zu spielen. Ich muss unbedingt wieder ins Haus und mich um die Babys kümmern. Beschäftige die Linguinis weiter. Ich komme. Gadget muss hier sein. Irgendwo. Da oben. Hinterher, schnell. Durch den Schornstein. Go, go, Gadget, du Schraube! Hey, ich hab nicht gesagt, go, go, Gadget, du Mantel. Achtung, lieber Gadget! Inspektor wird schon kommen, wenn er weiß, dass wir seinen Hund haben. Lock sie in irgendein Zimmer, Fino. Gadget! Ergib dich! Ergib dich! Ergib dich! Ergib dich! Da ist er! Ergreif ihn! Was ist denn jetzt passiert? Go, go, Gadget, Bein! Ich bin gespannt, ob die Babys immer noch schlafen. Hilfe! Ich glaube, die Linguinis haben Gadget endlich beseitigt, Dr. Kralle. Ja, ich glaube, jetzt kommt eure Mutter im richtigen Moment. Hm? Was machen denn Sophies Spielsachen im Korridor? Haben Sie Ihre Kinder wieder? Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich muss aufräumen. Das wird Chef Gontier sein. Sieh dir mal die Linguinis an. Oh!
nicht. Das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen es Ihnen später. Schöner Einfall. Geschafft, Vino. Glückwunsch, Gadget. Wieder einmal haben Sie dem Mad-Syndikat die Stirn geboten. Das war eine Kleinigkeit. Schlimmer waren die Spielsachen von Sophie. Ich werde dich schon noch kriegen. Ich kriege dich, Gadget. Im Notfall kannst du ein Essstäbchen als Schiene für deinen gebrochenen Finger nehmen, aber nur vorübergehend. Denn das Beste ist, so schnell wie möglich damit zum Arzt zu gehen, der das richtig behandelt. Ein sehr guter Ratschlag, Sophie. Und vermeide, den verletzten Finger zu gebrauchen, solange er noch nicht ausgeheilt ist. Hm? Oh, ach, du lieber Gadget. Nie ist eine Krankenschwester da, wenn man sie braucht. Das ist doch ganz klar. Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war. Inspektor Gadget, das ist doch ganz so. Ne, klar. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er. Inspektor.